Hey ihr Lieben, hier ist wieder Julia, eure Ex-Grundschullehrerin und heute mit einem absolut wichtigen Thema für mich, immer wieder. Ich werde nicht müde, Videos zu diesem Thema zu machen, nämlich zur Bildungsfreiheit und warum wir diese endlich brauchen hier in unserem Land. Es geht einfach darum, dass freie Kinder auch eine freie Bildung zumindest als Wahlmöglichkeit brauchen. Es gibt immer mehr Kinder, die in diesem Schulsystem nicht klarkommen. Bildungsfreiheit ist für mich der Schlüssel zur Freiheit unserer Gesellschaft. Weil, überlegt euch mal, zu euch sagt jemand, so, du musst jetzt 12 Jahre lang zu dieser Arbeitsstelle gehen. Du wirst immer bewertet von Menschen, die dich vielleicht auch nicht mögen. Du musst dorthin gehen, sonst kommt die Polizei und bringt dich dorthin. 12 Jahre lang darfst du nicht kündigen den Job. Du darfst dir deinen Vorgesetzten nicht aussuchen. Du darfst keinen Versetzungsantrag stellen. Deine Kollegen kannst du dir nicht aussuchen. Denn du musst ja lernen, mit denen auch klarzukommen. Das ist so im Leben. Ja, dann leb mal damit, leb mal mit dieser Aussicht und diese Aussicht präsentieren wir unseren 6-, 7-jährigen Kindern. 12 Jahre lang, 10 Jahre lang in solch ein, also eigentlich eher 12 Jahre lang, denn nach dem Realschulabschluss schließt sich dann noch eine zum Teil Berufsschulpflicht etc. an. Also einfach nichts machen danach geht in vielen Bundesländern eben einfach auch nicht. Ja, diese Aussicht präsentieren wir den Kindern. Wie fühlt sich wohl ein Kind, das sich in der Schule nicht gut aufgehoben, nicht geborgen fühlt, mit dieser Aussicht? Was wird wohl passieren? Was wird es wohl tun? Ja, und es ist einfach an der Zeit zu sehen, dass dieses verzweifelte, verkrampfte Festhalten an der Schulpflicht, vor allem jetzt mit diesen widrigsten Umständen in der Pandemie, dass das einfach ein Unding ist, dass das eines Menschen unwürdig ist, sowohl das von jemandem zu verlangen, als auch dahin zu gehen und das immer alles mitzutragen. Ja, also wir müssen ja auch verstehen, dass wir nicht die Schule abschaffen wollen, wenn wir von Bildungsfreiheit sprechen. Wir sprechen davon, dass der kleine Prozentsatz der Eltern, deren Kinder das nicht mehr wünschen, das auch gestattet bekommt. Ja, das sind Eltern, die, soweit ich es jetzt empfinde, und ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon eine Weile, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die sich zum Teil an der Online-Schule angemeldet haben, die sich richtig vertieft haben in die Themen Freilernen, intrinsische Motivation, Herzensbildung, wovon wir in unserem Studium nichts gehört haben, nichts. Ja, also kann ich von meinem Studium sagen. Andere Erfahrungen gerne in die Kommentare. Und diesen Eltern und den Kindern diesen Wunsch zu verwehren, unter diesen Umständen, oder auch die Heimbeschulung zu verwehren, ja, wer seid ihr denn, dass ihr das macht? Also, das sind keine freien Menschen dann, die da herangezogen werden. Einen freien Menschen zwinge ich nicht, irgendwo hinzugehen. Einen freien Menschen zwinge ich nicht, weiter seine Reihe Ass zu schreiben, wenn seine Hand wehtut. Ein freier Mensch muss nicht fragen, ob er auf Toilette gehen darf. Ein freier Mensch darf trinken, wenn er Durst hat, und darf essen, wenn er Hunger hat. Ihr Eltern wisst das zum Teil gar nicht, aber ich hatte Kollegen, die haben auch das Trinken während der Stunde verboten. Das ist für mich keine Freiheit. Und ich wünsche mir, dass sich ganz viele Menschen anschließen. Und das fordern und das leben. Und ich weiß, dass es so schwer ist im Moment, und ich freue mich über alle Eltern, die dies ihren Kindern ermöglichen, sei es auf dem Wege des zivilen Ungehorsams, sei es auf dem Weg, durch den Weg auswandern oder reisen oder ja, durch andere Möglichkeiten. Ich bin stolz auf euch, ihr macht das super, macht weiter so, es ist nicht selbstverständlich, es ist ein im Moment schwerer Weg, der viel Mut erfordert, der viel Kraft kostet, vor allem,
wenn man das hier in Deutschland praktiziert. Und ihr seid die, die zeigen, wo es lang gehen wird, für die Masse auch der Kinder in einigen Jahren. Ihr seid die, die mutig voranschreiten. Und ja, einmal ein riesengroßes Dankeschön dafür. Und nur dadurch, dass ihr überhaupt Ankerpunkte setzt, ist es für Eltern, die jetzt sich neu entscheiden dafür, ist es für die überhaupt möglich, Land zu sehen im Moment. Und das ist so, so, so wertvoll. Und ja, ich kann mich nur dafür bedanken und freue mich über alle, die dazukommen. Es sind so viele, ihr seid mittlerweile wirklich, wirklich so viele, die dieses starre System nicht mehr wollen. Und es sind auch nicht nur die Eltern, es sind auch die Lehrer, die diesen Zwang nicht, also nicht alle natürlich, aber es gibt immer mehr, die diesen Zwang nicht mehr weitergeben wollen. Es gibt auch Lehrer, die es nicht genießen, Kinder zu unterrichten, die unfreiwillig in ihrem Klassenraum sitzen. Ja, es ist nur an der Zeit, einfach auch gewisse Dinge loszulassen, damit ihr das in die Tat umsetzen könnt. Die Lehrer vielleicht ihre Anstellung, die Eltern vielleicht auch ihren Job, umdenken, neu denken. Wenn ihr eurem Herzen folgt, ergeben sich neue Dinge, öffnen sich neue Türen. Da bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall wünsche ich euch weiterhin ganz viel Kraft. Ich danke euch fürs Zuschauen bis hierher. Teilt dieses Video, wenn ihr euch auch so sehr die Bildungsfreiheit in Deutschland wünscht. Macht selber Videos. Verlinkt sie unter den Kommentaren. Alles, was sich mit Bildungsfreiheit im Zusammenhang befindet, sehr gern. Und ja, bis zum nächsten Video. Und bleibt schön, gesund, tapfer und in eurer Mitte. Und ja, bis bald. Ciao.